Hallo alle zusammen, ich bin's mal wieder, euer Lega, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Infectonator Survivors. Heute ist ein trauriger Tag, weil ich habe euch etwas mitzuteilen. Ich habe ja letztes Mal gesagt, dass ich off-cam zurück zur Basis zurückgehe, und es ist jemand gestorben, und zwar unser Jäger. Aber nicht, weil wir überfallen wurden und oder in einen Hinterhalt geraten sind, sondern es war ein Ereignis, was nicht ausweichbar war, nicht zu verhindern war. Und ja, damit verabschieden wir uns von unserem Jäger. Aber zum Glück ist niemand gestorben, der ein gutes Perk hatte oder einer unserer Stammbesetzung. Das ist ganz okay, deswegen denke ich mal, ist es noch zu verkraften. Das passiert halt bei einer Zombie-Apokalypse. Ist ja auch, wäre auch komisch, wenn überhaupt niemand sterben würde. So, wir werden jetzt erstmal hier ein wenig unser Feld bestellen. Ja, komm, Loco, du auch. Ah ne, halt, warte. Ihr nicht. Ihr müsst gleich wieder rausgehen und neue Vorräte beschaffen. Freddy, du. Marcia, du darfst auch. Unser Farmer oder unser Hobo, je nachdem wie man es nimmt. Oh Mann, langsam haben wir echt wenig Leute. Na, hier müssen wir auch noch jemanden hinschicken. Es wird wieder Mike sein, denke ich mal. Sein und unser Nerd. Sehr gut. Ihr anderen könnt euch noch ein wenig ausruhen. Aber wir sind noch im Level gestiegen. Schauen wir gleich mal an. Sydney. Was geben wir dir denn? Speed. Ich gehe mal einen auf Aim hoch und Search? Why? Naja, noch ein bisschen Leben. Wer weiß, die Zombies werden jetzt vielleicht ein bisschen stärker. Und da sollten wir vielleicht ein wenig Leben wenigstens haben. Confirm. Und Echo. Dir gebe ich ein bisschen Speed und auch ein wenig Leben. Sehr gut. Noch jemand im Level gestiegen? Nein. Gut, dann machen wir das hier. Und wir haben eine weitere Waffenstufe freigeschaltet. Ihr könnt gleich mal... Was können wir denn jetzt bauen? Mal schauen. Eine Handgun, die hatten wir schon. Shotgun. Yeah. Die ist neu. Sehr stark, bräuchten wir noch zwei Holz für. Eine Axt ist jetzt nicht so wichtig. Submachine Gun. Könnten wir bauen? Behalten wir mal im Hinterkopf. Sniper haben wir jetzt nicht mehr, weil unser Jäger gestorben ist. Schau, aber ansonsten bin ich ein bisschen enttäuscht von den neuen Waffen. Naja. So, mal schneller vorwärts. Batterie ist fertig. Und machen wir mal. Was machen wir denn? Na, craftet mal noch eine Batterie. Oh, ihr seid fertig. Wow, wir kriegen jetzt schon 5 Stücke Fleisch dafür. Okay. Na, dann macht mal. Wir haben 6 Vorräte und 10 verbrauchen wir am Tag. Das ist allerdings nicht so gut. Also müssen wir mindestens 4 jetzt nachts finden. Ah, ihr seid im Level gestiegen. Auch gut. Freddy. Was mache ich denn hier? Du darfst 2 nach oben. Du arbeitest sowieso aus von zu Hause. Achso, ja, confirm. So, du arbeitest sowieso nur von der Basis aus. Marcia. Du hast leider keine Perks. Würde ich dich direkt mitnehmen. Nee, dann machen wir das hier mal. Dann arbeitest du weiter von zu Hause. Und Freddy, bei dir das gleiche. Sehr gut. Mike ist ein bisschen müde. Wen nehmen wir denn jetzt am letzten mit? Auf jeden Fall erstmal Sid. Das ist ganz klar. Echo, natürlich. Und Loco. Weißt du was, bevor wir hier gar keinen mitnehmen, nehmen wir Marcia mit. Die ist nämlich als einzige nicht müde.
Gut, komm mit und go. Wo gehen wir denn jetzt hin? Wo ist denn das nächste Quest? Da haben wir unseren Händler. Diese Fragezeichen würde ich auch mal ganz gerne mir angucken, aber wir kümmern uns jetzt erstmal um unsere Quests, damit wir so schnell wie möglich hier aus dieser Stadt rauskommen. Ach scheiße, wir haben schon wieder vergessen, dieses Fresspaket, Care-Paket herzustellen. Moment. Eins, zwei, drei, vier. Ach shit. Na gut, dann kämpfen wir uns mal vor zu dem Friedhof. Hier waren wir noch nicht. Go. Komische Geräusche, das lassen wir mal lieber. Nicht, dass uns nochmal jemand abkratzt. Jo, geht mal jetzt hier hin. Eins weiter. Ein Hinterhalt. Okay, bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder. Ich weiß, es kommt immer ein bisschen komisch rüber, wenn ihr sowieso bloß die Schnitz seht. Aber das ist irgendwie was für mich hier. Dass ich weiß, dass ihr wieder da seid quasi. Und ich hier nicht stillschweigend vor dem PC sitze. Aber gut, als nächstes müssen wir Shade. Jetzt müssen wir das hier noch exploren, damit wir weiter vorwärts rücken können. Na gut, dann exploren wir mal diese Polizeiwache. Und ich sehe schon eine Menge Glitzer. Das gefällt mir sehr gut. Ein bisschen Inventar auffüllen, gerne. Oh, was ist das? Das Gold? Das ist eine Ziege? Wow, hier sind ganz schön viele Zombies. Ganz schön viele Zombies. Erstmal Rückzug, Leute. Und jetzt nochmal rein, bitte. Und jetzt durchsucht doch mal diese Kisten voller Münzen oder Gold oder Sägen. Keine Ahnung. Aber wir haben eine abgesägte Schrotflinte. Das spricht ziemlich dafür, dass es eine Säge da drin tatsächlich ist. Denke ich mal jedenfalls. Gut, wie wäre es, wenn wir erstmal hier reingehen und ein bisschen erkunden? Ihr ladet mal bitte alle einmal nach. Und da kommt schon dieser dicke Wärter. Nachladen. Oh, wir sind ganz schön hier in die Ecke gedrängt. Ah, die nächste Welle hole ich mal lieber noch nicht. Wir haben es jetzt gerade nicht so eilig und die Ammo brauchen wir auch jetzt nicht so dringend. Nochmal schön nachladen, bitte. Und weiter. Ganz ruhend entspannt und da haben wir einen Toten rumzuliegen. Na, wer vertraut sich, wer verirrt sich hier in unserem Raum? Oh, verdammt, es gibt ja ganz viele Bossmonster. Also Mini-Bossmonster. Scheint ein bisschen gefährlicher hier zu sein als in unseren letzten Gebieten. Was haben wir denn hier in dem Rucksack? Und? Nichts. Na gut. Na gut, man kann auch nicht in jedem Rucksack was finden. So ist das Leben. Da ist schon wieder eine dicke. Mein Gott, ey. Wenn das so weitergeht von der Steigerung her, dann brauchen wir definitiv neue Waffen und ein bisschen Rüstung. Weil ich kann mir vorstellen, wenn ihr... Oh je. Passt mal ein bisschen auf eure Sit auf. Was ist denn das hier? Du könnt sie doch nicht einfach ganz alleine hier durchsuchen lassen. Und dann wird sie einfach von Zombies angegriffen und ihr macht dagegen nichts. Das ist eure Freundin. Ich meine, die ist von Anfang an dabei. Ein paar von euch hat sie sogar rekrutiert. So, was haben wir hier drinne? Jetzt kommt sie wieder viel. Gut, nachladen. Und was müssen wir noch erkunden? Okay, wir gehen jetzt ein wenig nach unten. Ladet man nochmal nach. Mir fällt auf, dass wenig Zombies jetzt erscheinen in letzter Zeit, die diese Säure ausspucken, wenn sie sterben. Gefällt mir persönlich unglaublich gut, weil mir die tierisch auf den Keks ging, weil ich mal zu faul war, die Leute da rumzuschicken. Ach, was haben wir denn hier in dem Rucksack? Eine abgedrückte Schrotflinte. Nehme ich, brauche ich nicht unbedingt, nehme ich aber trotzdem, können wir gut verkaufen. Falls wir jemals wieder an einem Händler vorbeikommen. So, das hier. Sind das da Waffen? Können wir nicht einfach in diesen Waffenschrank gehen? Jetzt mal ganz ehrlich. Das ist doch lächerlich. Okay, nach oben oder nach links? Gehen wir mal erstmal nach oben. Oh, Marcia, du bist
Da ist keine Munition mehr, dann laden wir schnell nach. Hier ist nichts, deswegen gehen wir mal nach rechts. Vielleicht finden wir dort noch ein Auto. Ich weiß gar nicht, wie viel Öl wir eigentlich brauchen, wie viel Benzin wir eigentlich brauchen, um hier abzuhauen. Ich hoffe, wir haben genug. Einmal mal jetzt am 8. Tag, aber was wir geschafft haben, 9. müsste eigentlich noch genug Zeit sein, um zur Not nochmal gezielt danach zu gehen. Und geschafft. Die suchen wir schnell noch das Paket hier. Vielleicht finden wir noch was Schönes. Eine Linse. Ja, nehme ich, warum nicht? Und wir hauen jetzt ab. Wir kehren diesem Ort den Rücken zu. Dort zum Fragezeichen. Ja, warum nicht? Ja, gehen wir hin. Warum nicht? Vielleicht finden wir auch mal was Interessantes dort und nicht nur mal Banden. Ein verlassenes Auto. Wir ignorieren es. Ja, aber wir spielen ja ein bisschen auf safe. Ich weiß. Vielleicht ist es ein wenig langweilig, aber ich will nicht noch mehr Leute verlieren. Es würde mir das Herz brechen, wenn ich Sydney verlieren würde. Ja, Explorer. Okay, jetzt sind wir hier. Bitte keine Banditen. Oh je. Cool. Warte mal, hier hat irgendwer gerade geschossen. Klingt eigentlich, das müsste ein Händler sein oder ein Überlebender. Ja. Help me. Jetzt ist ein Überlebender. Sehr gut. Ja. Wir kommen ja zu dir. Oh, wer bist du denn? Dich kenne ich gar nicht. Ted Dark Anthony. Du siehst aus wie ein Typ von der Mafia, ein Versicherungskaufmann oder ein Privatdetektiv. Wir nehmen dich gerne mit. Ja, komm zur Basis. Sehr gut. Oh je, hier gibt es eine Menge Zombies. Oh Gott, wir haben bloß noch 65 Ammo. Wo ist unsere ganze Ammo hin? Oh je, das gefällt mir gar nicht. Gut, wir müssen so schnell wie möglich hier raus. Und, oh je. So schnell wie möglich hier alles durchsuchen und raus. Bloß noch aus dem Gebiet weg. Gott, hoffentlich kommen hier keine Bossmonster. Wenn hier Bossmonster kommen, sind wir erledigt. Ja, wir brauchen die extra Ammo, schick die nächste Welle. Ah, ich weiß gar nicht, ob es sich jetzt so richtig lohnt. Also, okay, wir haben jetzt 128 Ammo, das sieht schon ein bisschen besser aus als vor einer Minute. Aber dennoch, ich mache mir echt Sorgen. Ich mache mir wirklich, wirklich Sorgen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schaffen. Andererseits, bisher sind wir aus jeder brenzligen Situation rausgekommen. Also werden wir es auch aus dieser schaffen. Shit, brech das doch nicht ab. Ja, gib mir ein bisschen Ammo. Einfach nur Ammo. Ich will gar keine fancy Waffen. Eine Machete. Gar keine fancy Waffen haben. Ich möchte einfach bloß Munition. Aber 193. Ich glaube, wir sind safe. Ich glaube, so langsam. Ja, sind wir safe. Laden mal nochmal nach. Oh je, hier gibt es wieder jede Menge Zombies. Bitte such du das mal und Loco. Dort. Die Welle kam jetzt nicht früh genug an. Oh shit, wir sind schon wieder auf 97 Ammo runter. Das gibt's doch einfach nicht. Warum haben wir denn so eine Probleme mit der Munition auf einmal? Was ist denn neu? Ja, wahrscheinlich die Schnellfeuerwaffen verbrauchen einfach unglaublich viel Ammo. Andererseits haben die auch eine stärkere Durchschlagskraft. Das heißt, dass pro Kugel eigentlich genauso viel, wenn nicht sogar noch mehr Schaden ausgeteilt wird. Es könnte natürlich sein, dass einfach mehr Zombies hier unterwegs sind. Und da haben wir wieder einen dicken. Wäre eigentlich ganz gut, ihn jetzt zu erledigen. Oh, da haben wir noch eine Leiche. Und ist eigentlich passiert. Ach, wunderbar. Ja. Andererseits, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, lässt es sich äußerst gut verteidigen. Oh Gott, ey, das wird ja einfach nicht weniger. Okay, wir sind bei 57%. Komm schon, gib mir ein bisschen Ammo. Eine Glock, was soll ich denn mit einer Glock?
Wo müssen wir hin? Okay, unten rechts. Also nach unten rechts. Oh Gott. Nee. Scheiße. Oh, 11 Ammo. Oh, verdammt, Leute. Das sieht echt, echt, echt übel aus gerade. Oh, verdammter Mist. Wir haben 21 Ammo. Oh Mist, Leute, rennt einfach. Rennt einfach. Wir sind bei 58%. Wir brauchen 75. So gut wie niemand hat mehr Ammo. Kommt, rennt nach oben, rennt nach oben, rennt nach oben. 67%, 68%, 69%. Komm schon. Sehr gut. Und leave. Yes. Ja, ich bin mir sicher. Gut. Oder auch nicht so gut. Okay, was machen wir jetzt? Wir haben kaum noch Munition. Ich würde meinen, wir gehen zurück zur Basis. Ich glaube, es gab nämlich... ich glaube, es gab nämlich... bei dieser Telekommunikation, bei diesem Funkgerät eine Option nach Munition zu suchen. Und ich denke, das bräuchten wir jetzt. Außerdem sollten wir mal dieses Lunch-Paket herstellen, damit wir mehr Stamina haben. Okay, hier hin. Bitte keinen Hinterhalt. Zeitungsstand, klar, können wir mal nachgucken. Ich nehme ein Comicbook. Wir brauchen auch mal ein bisschen Unterhaltung in der Apokalypse. Kann ziemlich trist sein. Comicbook The Walking Dead Man. Ja, das ist natürlich die perfekte Stimmung jetzt. Das will ich lesen, wenn ich in einer Zombie-Apokalypse bin. Ein Comic über eine Zombie-Apokalypse. Wahrscheinlich so total deprimierend. Komm, weiter. Yo, go. Oh, wir müssen die Area mal wieder clearen hier. Sonst werden die Zombies ein bisschen zu stark. Ja, ich würde gern die momentanige Expedition abbrechen. Okay, wir haben 3 Vorräte gefunden. Loco ist fast ein Level gestiegen. Das ist ganz gut. Tag 9. 6 Tage bleiben uns noch. Oh je, wir haben zu wenig Vorräte. Aber das sollte kein Problem sein. Plant. Schade, dass nicht die alten Survivor hier einfach mal gespeichert werden, wenn man die zum Arbeiten schickt. Das ist ein bisschen nervig, jedes Mal von neuen das auszusuchen. Marcia, du wirst hier arbeiten. Genauso wie Fred. Ne, Moment. Halt. Okay, ihr beide macht das. Duck. Ja, Detective. Ich hatte recht. Hardboiled Private Investigator. Recruitment Call. Offer Help. Super. Okay, wir könnten jetzt theoretisch einen neuen Überlebenden suchen. Also, ist auf unserer Karte markiert. Ich denke, wir werden erstmal das Quest verfolgen. Ach, du hast einen Perk! Easy Money has better chances of finding ammo. Oh, dich würde ich jetzt gerne mitnehmen, ehrlich gesagt. Dann nehmen wir mal Echo mit. Genauso wie... Ach, jetzt seid ihr alle müde. Mike, du musst jetzt mal mitkommen. Weil wir keine Munition mehr haben, unseren Hobo nehmen wir jetzt mal auch mit. Auch wenn wir gerade in die total falsche Fähigkeit investiert haben. Und... Loco oder Sid? Ach, nehmen wir Loco mit. Ja. Gut, da haben wir unseren Überlebenden. Gehen wir als erstes dorthin? Ja, warum nicht? Wir können unser Quest jetzt sowieso gerade noch nicht so richtig verfolgen. Ist ein bisschen zu riskant, ehrlich gesagt. Dangerous. Oh je, oh je, oh je. Wie sieht's denn hier aus? Frantic. Ja, gehen wir den Überlebenden suchen. Go. Und... Go.
ein Hinterhalt. Ja, wir bleiben hier und kämpfen. Gut, jetzt sind wir an dem Gebäude angelangt. Ich denke mal, hier wird ein Überlebender höchstwahrscheinlich drin sein. Ich bin sehr gespannt, wer das sein wird. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Denn das war es auch schon wieder mit dieser hier. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst rein verneigt da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Ich war's wie immer, euer Lega. Und bis dann. Bye.